von mir, ein Kind zu bekommen. Sie kennt mich ja kaum. Sie weiß nur, dass ich klein bin und kaum Haare habe. Schon aus evolutionärer Sicht wäre das wenig sinnvoll. Willst du, dass sie es behält? Nein. Du wärst ein miserabler Vater. Ich sagte nein. Du bist zu egoistisch. Deswegen hast du deine Frau betrogen, deswegen lief deine Frau weg. Ich sagte doch... Ich kenne dich. Du Freundchen sitzt hier in einem Stripclub und ignorierst die Stripperin, weil du ein Kind doch in Erwägung ziehst. Naja, schlechte Väter gibt's wohl überall auf der Welt. Versuch nochmal die Finger zu bewegen. Gut, das heißt, es ist fast alles raus. Das reicht aber nicht. Wir können nicht sagen, ob es wiederkommt und was es ist. Drogen, Viren und was es alles gibt in diesem Crackhaus. Wer weiß, wo sie sonst noch gewesen ist. Wenn es drogenbedingt wäre, dann wären Niere und Herz mit betroffen. Was ist mit der Hep C? Ist die Leber fast hinüber, könnte die Synthesefunktion versagen. Dann würde der gesamte Körper anschwellen und nicht nur der Arm. Dann bleiben nur noch Toxine. Wo genau waren Sie bei der Messerattacke? Du kannst keine Crackhöhle durchsuchen. Das ist Irrsinn. Uns bleibt offenbar nichts anderes der übrig. Der Tatort wird bewacht. Und es sind keine Toxine oder Viren oder was du sonst noch erwähnt hast, weil es kein Zufall ist. Die Symptome müssen durch die Stichverletzung bedingt sein. Vielleicht wurden zum Verschluss der Wunde die Gerinnungsfaktoren aufgebraucht. Das würde das Blutungsvolumen erklären. Aber wenn du recht hast, würden überall Blutungen auftreten, im Gehirn oder im Herz. Könnte so ein Ding auch in meinem Gehirn wachsen? Sie müssen ins Krankenhaus, sofort. Nein, Remy hat's mir versprochen. Im Krankenhaus würden sie nur in ein Patientenbett stecken und ihr Gerinnungsfaktoren geben. Das können wir auch. Wir können sie auch sofort einbalsamieren. Ich fordere das Zeug an und du holst es ab. Ich glaube, sie schafft das. Ich weiß, du kennst sie nicht und dir liegt nichts an ihr, aber mir schon. Bitte. Should I hit the water or stay on dry land? Dich hin. Die Schulter muss hochlegen. Du sagst, Andre war nicht schuld an den Drogen. Was dann? Ich weiß nicht. Ach, das tust du. Was ist passiert? Wenn du dem eigentlichen Problem nicht ins Auge siehst. Du sollst mich nicht therapieren. Nur verarzten.
Meine Hose vibriert. Oh, sorry. Das ist mein Chef. Ist wahrscheinlich voll und ich soll hier nach Hause fahren. Soll ein Taxi nehmen. Hast du Kinder? Wieso stehst du auf Mütter? Soll ich deine Mami sein und dir deinen Po versohlen? Nein. Ich, was würdest du tun, wenn du schwanger wärst? Nicht von mir. Von irgendeinem rein hypothetischen Kerl. Und dieser Typ will das rein hypothetische Kind aber nicht behalten. Wie könnte er dir das schonend beibringen? Nicht reden. Lass Mami einfach nur für dich tanzen. Soll ich ihr Blumen schicken? Vielleicht gleich mit einem Termin beim Onkel Doktor? Überraschung. Ich hasse mich. Es gibt einfach keine... Wie lange hast du schon diesen Leberfleck? Er ist asymmetrisch. Nicht anfassen. Sorry. Bist du damit schon beim Hautarzt gewesen? Bobby! Oh, ich hab sie nicht angerührt. Ich wollte nur... Warum bist du nicht in deinem Bett? Also los, spring jetzt in deinen kleinen Arsch und sag den Gruppe geht. Also bitte, guckst du denn? Ich gucke fern, du dummes kleines Früchtchen. Mom! Ich hoffe, es ist ein Notfall.